Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Reinis Zeitgedanken. Wir haben den 8.12.2023 erreicht. Es ist Freitag für viele, Beginn des Wochenendes und für alle katholischen Kantone und Bundesländer ein Feiertag, nämlich Maria Empfängnis. Dieser Feiertag hat ein schweres Thema zum Inhalt. Es geht da um die Erbsünde, um die Erwählung Marias und natürlich dann auch um Jesus Christus, der ja letztlich von einer Person zur Welt gebracht werden muss, die nicht unter die Sünde fällt, unter die Erbsünde. Also ein großes Thema für alle, die heute Feiertag haben. Sie können dieses Wochenende noch mehr genießen, weil sie ja heute gar nicht zur Arbeit müssen. Ja, wir wollen heute bei Reinis Zeitgedanken natürlich auch zu diesem Feiertag Losung und Lehrtext bewegen. Und da heißt es im Alten Testament: Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Das ist der Deutro-Jesaja und dieser Prophet tritt auf, als die Israeliten schon lange Jahre, Jahrzehnte im Exil waren, eigentlich alle Hoffnungen begraben haben, dass es jemals wieder ein Zurück gibt, ein Nachhause, ein Neubeginn. Sie hatten sich unter fremder Herrschaft einrichten müssen. Sie haben teilweise ihren Glauben nicht mehr praktizieren können und die durchgehalten haben, die haben wenig Hoffnung auf einen neuen Anfang gehabt. Und genau hier spricht der Prophet ganz neue Worte der Hoffnung. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Schaut lieber jetzt in diese Zeit und erkennt, was wächst. Ich werde euch einen neuen Anfang, eine neue Möglichkeit geben und schenken, dass ihr wieder zusammenkommen könnt, euren Glauben praktizieren könnt und aus der Gnade und Liebe Gottes leben dürft. Es ist erstaunlich, manchmal hat man wirklich die Hoffnung begraben und denkt, da kann nichts mehr kommen, da ist alles vorbei. Und vielen Menschen geht es ja heute in dieser Zeit auch so, dass sie sagen, die Länder werden so weit runtergefahren, es ist so viel zerstört, es ist so viel kaputt gemacht worden. Wie soll nochmal etwas Neues entstehen, etwas Schönes, wie es damals gewesen ist? Das Volk hatte ja Erinnerung an Israel und wir haben Erinnerung, als die Wälder noch intakt waren, als sie nicht abgeholzt wurden und vergraben wurden, um das Klima zu retten, als die Welt noch ohne diese ganz große Panik unterwegs gewesen ist und viele fragen sich, ja, wie kann das überhaupt noch zurückgedreht werden und glaubt man einem Klaus Schwab, der hat ja gesagt, es wird nichts wieder so werden, wie es einst gewesen ist. Es wird sich alles verändern. Der sogenannte Transhumanismus wird ein ganz neues Zeitalter einläuten. Also die Hoffnungen sind berechtigterweise bei manchen natürlich auf Null gestellt. Aber da haben sie die Rechnung ohne den Joker gemacht, wie es in einem Lied heißt, nämlich das Kartenspiel von Bruce Lowe. Der Joker ist nämlich Gott und Gott kann immer wieder, wenn alles zunichte ist, wenn alles ganz unten liegt, einen Neuanfang kreieren und schaffen. Und das hat er beim Volk Israel mächtig bewiesen. Sie sind aus dem Exil nach Hause gekommen und sie konnten wieder in ihrer Heimat neu beginnen. Und aus diesem Beispiel dürfen auch wir Hoffnung schöpfen und sagen, es wird einen neuen Anfang geben, es wird eine neue Möglichkeit geben. Wir brauchen nicht an das Vorige zu denken, denn es wird wahrscheinlich anders werden. Aber es wird wundervoll werden, weil Gott derjenige ist, der diesen Anfang möglich werden lässt. Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte, heißt es bei Matthäus. Dieses kleine Gleichnis erzählt, dass das Senfkorn der kleinste Samenkorn ist und dann zu einem riesen Baum wird. Und das ist das Erstaunliche, dass wir, gerade wenn es um den christlichen Glauben, um das Wort Gottes geht, daran denken können, dass wir ganz, ganz klein manchmal anfangen müssen, dass es in dieser Welt gar nicht zu sehen ist, dass es gar nicht angenommen wurde, dass Jesus sogar gekreuzigt wurde, dass Christen immer wieder verfolgt worden sind. Man hat also diese Größe und diese Prächtigkeit des Wortes Gottes am Anfang gar nicht wahrgenommen. Man konnte es gar nicht wahrnehmen. Und dennoch, ohne
dass wir immer etwas dazu getan haben, wird dieses Samenkorn zu einem Baum und wird dieses Wort Gottes sich über die ganze Welt verbreiten. Das ist beruhigend, weil man nämlich dann erkennt, es liegt nicht an uns Menschen, dass das Wort Gottes groß wird, sondern es liegt einzig und allein an Gott. Gott wirkt und er wird Großes schaffen. Da können wir noch so lächeln und schmunzeln und sagen, schaut mal, die paar Hanseln, die da irgendwo sich zusammenfinden und Gott loben und preisen, die werden doch nichts ausrichten. Das sind doch die ewig Gestrigen. Und vielleicht hat man deshalb Angst, auch diesen Glauben, diesen Inhalt auf Kanälen zu bringen und davon zu berichten. Man hat Angst, dass man ausgelacht wird, und ich denke mir auch, dass die Alternativsender da sich schwer tun und Angst haben, mit diesem Wort Gottes umzugehen, weil sie sagen, ja, das ist ja nur was für ganz Spezielle, wir sehen das ja doch ein wenig anders. Aber alle werden sich noch einmal verwundern und werden sich umdrehen und sagen, meine Güte, das hätten wir nicht gedacht. Aus diesem ganz kleinen Anfang wird etwas Riesengroßes. Und das hängt damit zusammen, dass es hier nicht um menschliche Dinge geht, sondern um Gott selbst. Ich denke, dieser Spruch erinnert uns noch einmal daran, dass wir Gott bitte nicht unterschätzen sollten. Das haben die Israeliten damals erlebt und erfahren und in großer Dankbarkeit angenommen. Und das dürfen wir auch, glaube ich, heute mit großer Dankbarkeit zur Kenntnis zu nehmen und dann auch sehen, dass Gott etwas Großes auch in dieser ganz schweren Situation formen wird. Und so sind das für diesen Feiertag und für dieses Wochenende ganz, ganz hilfreiche Worte, die voller Hoffnung und Zuversicht sind und die uns deshalb aufmuntern, uns doch anzuschließen und für diesen Gott unterwegs zu sein, ihm zu dienen, weil wir wissen, auch wenn wir es allein jetzt nicht schaffen, wenn wir zu zweit oder zu dritt irgendwo auf der Straße unterwegs sind oder wenn wir versuchen, mit einer ganz kleinen Gruppe ein Zeichen zu setzen, wir brauchen nicht resignieren. Gott wird aus diesen ganz vielen kleinen Anfängen etwas ganz, ganz Großes formen. Wichtig ist es, dass wir deshalb nicht die Flinte ins Korn werfen und sagen, na, das kommt nicht, das hat ja alles keinen Zweck. Doch, es hat Sinn, weil Gott nämlich in den kleinen Dingen wirkt. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche uns einen gesegneten Freitag, für alle, die Feiertag haben, einen wundervollen Tag, an dem wir auch daran denken, dass in kleinen Dingen, die wir als Menschen mithelfen können, sich Großes ereignen wird, weil Gott derjenige ist, der es groß werden lässt. Also nicht resignieren, sondern voller Optimismus in die Zukunft schauen und in der Gegenwart tatkräftig unterwegs sein. In diesem Sinne, werden Sie gesund, bleiben Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen. Und wenn Sie mögen, schalten Sie morgen wieder rein, wenn es heißt, reinigt Zeitgedanken, bringen Gedanken zu Losung und Lehrtext. Auf Wiederloge. Geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Lange ist's her, da doch Frieden war und diese Welt wirklich Leben gebar. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein.
kämpfet für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gottes Kind. Darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch.